Ja, Leute, hallo. Ich begrüße euch hier zu einem weiteren Online-Part von Ultimate Ninja Storm Drecks Game. In Klammer, total beschissen. Ich kommentiere es nach und ich habe auch das Video vor mir. Und ich kommentiere das jetzt schon zum zweiten Mal nach. Na, zum dritten kommentiere ich das eigentlich, weil erstens direkt mit Elgato ist mir meine Stimme abgekackt. Keine Ahnung warum. Dann, dann habe ich es aufgenommen. Ja, ich hatte meinen Kommentar aufgenommen. Ich habe ihn wirklich aufgenommen. Ja, ich habe gedacht, ich nehme ihn auf. Das muss ich noch gesagt haben. Ich habe gedacht, ich nehme ihn auf. Und jetzt will ich da die Aufnahme hören. Und dann steht da, wollen Sie die Aufnahme überschreiben? Ja, nein. Und natürlich hat es das alles wieder nicht aufgenommen. Aber jetzt habe ich geguckt, jetzt sind es auf. Gott. Ja. Was ist hier anzufügen? Ich muss kurz auf die Zeit schauen. Ich glaube, ich habe es ziemlich gut, damit ich die Sache nicht so schwierig habe. Ich muss sagen, der Part ist lustig. Heute ist er sehr lustig. Ihr werdet selbst sehen, warum. Also ich meine nur schon das Team. Erstens das zum Lachen und dann noch der Charakter. Also, also manchmal tun die Leute mir echt leid. ja, muss ich jetzt auch gesagt haben. Ich weiß auch nicht. Irgendwie hatte ich vorher gedacht, oh nein, nicht schon wieder nachkommentieren, aber jetzt habe ich wieder voll Lust. Ja, was für ein Thema habe ich heute im Gepäck? Und zwar ist das eines, das ja mich sehr, sehr, sehr interessiert. Vor allem ist das, eigentlich müsst ihr das mir beantworten. Und zwar geht es um Videos schauen. Und zwar Videos schauen in der, also Naruto-Videos jetzt. Bedingt Naruto-Videos. Und zwar will ich darüber sprechen, warum schaut man das? Also warum schaut ihr, ich meine so wie Shimireba oder wenn Snap One irgendwie, wenn ihr ihn kennt, oder Senorama, wenn die irgendwie was Spezielles machen mit Throne und so, das verstehe ich auch, weil das ist ja auch lustig. Aber einfach so im Sinne von, jo, wir machen jetzt schnell, ich drücke jetzt hier schnell mit dem Aufnahme, das habe ich eigentlich lang, ich habe das jetzt lange immer gemacht. Ich sag mir, oh nee, die weggeschlagen, habt ihr es gesehen? Das muss ich da noch wieder sagen. ich sag dann auch spezifisch, warum ich jetzt eigentlich ein bisschen umgestellt habe. Oh, oh, oh jetzt kommt die Wende. Seht euch einfach selbst an. Ey, ich lache zum dritten Mal bei diesem Part. Ich lache zum dritten Mal. Nietzsche steht hinter den Shieldbreak. Hat es gesehen? Außerdem hat er. Ey, scheiße. Schaut mal. Und bist du da mal? Ja, aber das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Das ist nicht total rauslachen. Zum Thema zurück. Warum schaut ihr einfach normale Videos einfach so, wo man genau weiß, die Leute haben kein, also fast kein Enthusiasmus dabei. Die Leute machen es irgendwie nur, weil sie irgendwie müssen oder keine Ahnung. Und dann kommt noch dazu, dass sie, ja, im Sinne von, ich starte das Spiel, drücke auf Aufnahme, rede einen Scheiß und beende es wieder und lade es hoch. Das ist für mich drücken, Scheiße labern und dann wieder drücken, damit es fertig aufnimmt. Und das habe ich lange, das muss ich auch zugeben, das habe ich lange gemacht. Das habe ich wirklich, eine Zeit lang habe ich das extrem oft gemacht. Oder nur noch so. Weil, wenn ihr jetzt meine ehrliche Meinung hören wollt, ich habe damals, als ich mit Let's Plays angefangen habe, mein erstes war ja Assassin's Creed. Also ich fand's lustig, als ich da letztens wieder mal... Jetzt kommt's. Noob. Oh, scheiße. Ich fand das so lustig. Noob. Ich so, wer kann ihn nicht spielen? Du Hurensohn, Kind. Ja, du mein, wer nimmt Hans und schreibt da Noob? Mickey Maro und Neji, überlegt euch das mal. Oh Gott, was die Leute das Gefühl haben, das sei fair. Ist unglaublich. Noch nebenbei noch gerade, vielleicht habt ihr gesehen, dass ich 7 Rage Quits habe und nicht mehr 6. Das liegt daran, dass ich kurz vor der Aufnahme einen Blackscreen hatte. Ich wollte euch aufnehmen, hatte einen Blackscreen und musste dadurch das Spiel neu starten. Ja, danke, oder mein Ninja Storm Drecks Game, Klammer total beschissen. Weiter geht's. Gut, Storm 3, eigentlich müsste ich 3 Namen erfinden für den Scheiß.
Na, ich werde mir noch irgendeinen überleben. Vielleicht fasse ich eine Fahrt ein. Ja. Jetzt habe ich wieder fast einen Faden verloren. Warum schaut ihr das? Nein, und dann habe ich eigentlich, was ich Let's Plays gemacht habe, habe ich da, ja, Assassin's Creed hat 42 Parts, ja toll. Eigentlich war das das Schlechteste, was ich je aussuchen konnte. Damals habe ich mir auch noch die Mühe, ich musste mir theoretisch die Mühe machen, also ich mache das am Anfang noch bewusst mit Freude, die Parts synchronisieren, also meine Stimme synchronisieren, das ist bei der Garde zum Glück endlich mit dabei. Ich glaube, die Haarfarbe hat es immer noch nicht. Ich weiß es nicht, die Haarfarbe 2 hat es, glaube ich, immer noch nicht, bin mir aber nicht sicher. Und man merkt wenigstens, dass der Support bei der Elgato total aktiv ist. Ich meine, die bringen irgendwie allen Monat bringt ein Update raus. Twitch hat da mal irgendwie Probleme gemacht, man kann bei Facebook sich reklamieren und die machen dann eine Woche oder zwei Wochen später machen die ein Update. Ja, das war beschissen, dass Naruto passen kann. Und dann muss ich da doch sagen, so, wenn das Let's Play so viele Parts hat, und ich habe ja damals keine Kommentare gekriegt, also ich habe ziemlich durchgebissen eigentlich. Ja, ist es mir verleidet. Ich habe keine Freude mehr empfunden, ich hatte eigentlich keinen Spaß mehr. Ich hatte wirklich keinen Spaß mehr. Und dann fing es an. Mit dem Demotivieren. Ich habe zwar am Anfang ein bisschen probiert, das Ganze doch noch so lustig zu gestalten, aber mitten im Part, wenn man sich konzentriert, dann kann man das nicht kontrollieren. Und dann habe ich eben den Schlussstrich gezogen und das Video gemacht, dass ich ja aufhören mit dem Let's Play. Und da habe ich ja gemerkt, da war ich ein bisschen so, ja toll, das mache ich halt nur noch Online-Battles und so, ja, schön, schön und gut. Da hat dann eben das angefangen, das mit Drücken, Scheiße labern und wieder drücken. Also da hat dann das Prinzip angefangen eigentlich. Und ist halt total schade, weil dann hat jemand geschrieben, dass ich so demotiviert klinge. Irgendwie. Oder egal, oder mir ist irgendwie selbst aufgefallen, oder jemand hat es ans Kommentar oder irgendwie PSN geschrieben oder so. Und nein, ich hab's wirklich von jemandem gehört. Und dann habe ich gedacht, hey, der hat recht, das ist eigentlich beschissen. Weil das ist wirklich so, warum sollte der Part jemand anschauen, habe ich mir überlegt. Ich meine, das ist ja gar nichts. Ich meine mit, ja, tut mir leid, es war assi, aber, ja. Wenn man Jump canceln könnte, dann wäre es wahrscheinlich nicht passiert. Und, das ist einfach, dann habe ich mir gedacht, okay, du bist jetzt wieder freudiger, du bist euphorischer. Du gehst mit Enthusiasmus daher und da haben auch ein bisschen die Livestreams angefangen. Also, mich ist eigentlich, wenn ich was spiele, ist eigentlich nur mit deinem Thema interessant. Ich meine, Marcosi spielt das Naruto-Spiel schlecht. Er spielt einfach scheiße. Er wartet meistens auf Timoki und so scheiße. Und ich schaue es mir nur an, weil er vielleicht ein Thema bringt, das mich interessiert. Ich verstehe den Typen nicht. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Warum hat mir der eine Freundschaftsfrage geschrieben? Das ist so ein lieber Typ irgendwie. Der hat wahrscheinlich davor gesessen und hat gedacht, wow, das war gut. Und ich hätte gesagt, du Hurensohn. Hätte ich geschrieben wahrscheinlich, wenn er es gemacht hätte. Ich war sowieso voll total, weil Naruto ist beschissen. Ja. Aber zurück zum Thema, weil mich die Themen von Marcosi interessieren. Nicht, weil ich ihm gerne zuschaue. Ich meine, bei Shimireba schaue ich mir die Parts ein, weil er so stylisch spielt und wenn es irgendwie auch bei Breaky oder so, es sind einfach interessante Titel, die einen anregen. Wow, das klingt interessant, ich schaue das, weil ich will wissen, was da so Lustiges passiert. Und das ist ja theoretisch auch das Ziel von YouTube, also von der Let's Play theoretisch, es soll die Leute unterhalten. Und gewisse Leute haben das noch nicht begriffen. Ich meine, wenn man's. Ich begreife Leute nicht, die mit dem Handy aufnehmen. Die Leute, die es betrifft, wissen das, wenn sie das hören. Also es ist ja auch Spaß und so. Dann. Also ihr müsst dann euch einfach nicht wundern, wenn ihr denkt, oh, wieso habe ich zu wenig Aufrufe? Also das ist ja auch das Verrückte bei der Naruto Community. Es schaut trotzdem alle an.
Ich weiß nicht wieso. Und das ist auch so ein Punkt. Warum? Ich will das wissen von euch. Warum? Jetzt weiß ich auch, wie der Titel, wie der Vortitel des Spiels, des Parts heißt. Warum? Und weil Naruto wird so gehypt in der Community. Das ist unglaublich. Du kannst ein Naruto, das werden sich 10 anschauen und du hast noch nicht einen Abonnent. Mindestens. Und zwar im Verlauf von vielleicht 2 Tagen oder so. Weil wenn es irgendwie einer gesehen ist, ist es einfach. Ich meine, ein Kollege möchte auch anfangen mit Montagen von COD und so. Und das, da kommt man nicht so leicht nach vorne. Das ist wieder ganz was anderes. Ich meine, ich sehe es ja bei MW3. wegen meinem Gameplay hat mich wohl keiner abonniert. Das ist ja logisch. Bei Tekken sieht es wieder ein bisschen anders aus. Dort habe ich wenigstens ein bisschen Skill bis jetzt erwiesen. Und darum, jo, würde ich mal sagen, ist gar nicht so schlecht rausgekommen. Aber übrigens ein kleiner Zwischendings. Mit Lars bin ich auch nicht so weit gekommen. Also ich bin weit also ich kann Kombos, aber ich. Ne. Online bin ich noch scheiße mit ihm. Und wenn ihr euch ein bisschen auf seine Spielweise geachtet habt, dann weiß er, dass man bei Jumpcasten einfach Kreis drücken muss. Bei kleinen Naruto geht das sehr, sehr gut. Weil der erste Schlag ist schnell bei ihm. Zu schnell fast. Ja. Und genau. Jetzt habe ich vielleicht wieder so ein Fadenloch, wo der Faden da runterhängt und ich kann ihn nicht mehr ganz raufziehen, weil ich jetzt den Faden verloren habe. Nein. Eben bei Call of Duty, da ist die Community ganz anders. Wenn du da nicht positiv oder so bist, wenn du da nicht gut bist, schreibt dir jeder hin. Du bist scheiße. Du bist scheiße, du kannst nichts. Das ist ja theoretisch auch so. Bei Naruto habe ich das irgendwie selten stehen sehen. Keine Ahnung. Irgendwie. Voll krass. Und aber dann zurück. Eben die Leute, die mit dem Handy aufnehmen und dann so viele Views bekommen. Ich verstehe das nicht. Ich meine. Ich verstehe es einfach nicht. Die Leute, ich schaue die Parts einfach nicht, wenn ich Videos schauen will, wenn ich Leute abonniere, dann sind das ein paar Gründe. Erstens, man muss den Ton schön hören und die Quali darf nicht verwackelt sein, oder das ist eine Scheiße. Dann kommt das Weitere. Was ist jetzt mal die Quali vom Video, dann die Quali von der Stimme, dann muss es was sein, was Lustiges. Also, in den ersten 5 Minuten muss irgendwie, oder der Titel sagt eben auch viel aus. Der Titel sagt aus, oh, was passiert denn nicht? Wenn man schon weiß, oh, es passiert das, dann will man den Moment sicher sehen. Und wenn das Video nur ein paar Minuten lange ist, dann schaue ich mir das noch viel eher an, wie da eines, das 20 Minuten geht. Es ist einfach so. Je kürzer, in der Kürze liegt die Würze. So. Und ja, genau. Darum eigentlich auch, habe ich auch mit der Zeit unbedingt drunter wollen. Weil es bringt nichts. Es bringt echt nichts. Wenn es nicht was Lustiges ist. Oder man irgendwie so Zuschauer hat, die wirklich den ganzen Part schauen. Egal was man redet. Also das ist, ja. Und jetzt mache ich eigentlich die Let's Plays wieder mit Freude. Also die Let's Shows sind angezockt. Ich probiere dann wirklich ein bisschen noch mehr zu reden, weil ich keine Ahnung, ich bin noch nicht so gut im Multitasking. Das ist halt so. Ich mache einfach drauf los und versuche einfach besser zu werden. Das ist natürlich meine Frage. War erstens Naruto Random Parts, wie ich sie beschrieben habe, halt. Warum schaut ihr das an oder was wollt ihr sehen zum Beispiel? Auf was geht denn ihr? Ich habe jetzt meine Sachen erzählt, auf was schaut ihr dann? Wenn ihr irgendwelche Videos schauen wollt. Ja. Ich meine, irgendwie der Danny Burnage, der hat jetzt so auf der Straße Verarsche gemacht, das schaue ich mir gerne an. Weil es einfach lustig ist. Und sie sind meistens sogar kurz. Das kommt noch dazu. Dann finde ich dann meistens sogar, es ist ein bisschen schade, dass es zu kurz ist, aber lieber zu kurz oder zu lang.
Weil wenn man es einmal zu lang, weil wenn es kurz ist, dann denkt man sich, oh, das nächste Video schaut man sich wieder an. Wenn es zu lange ist, denkt man, ja toll, wenn das nächste Video wieder so lange ist, dann schaue ich es mir gar nicht mehr an. Obwohl es dann vielleicht lustiger wäre als das, wo man aus beim letzten Video. Darum eigentlich. Ja. Warum habt ihr... Ja, gut, die Frage ist auch ganz einfach. Warum habt ihr mich zum Beispiel abonniert? Weil ich gut spiele, weil ich sympathisch rüberkomme, weil ich... Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ja, und die Zeit läuft mir davon. Ja, das war's eigentlich. Die Frage, warum schaut ihr Naruto Random Parts und warum überhaupt schaut ihr zum Beispiel Leute mit schlechter Qualität und auf was schaut ihr, wenn ihr Leute abonniert? Das will ich gerne in den Kommentaren sehen. Das war's. Ich bin euer Impact Rider und das war's. Tschüss zusammen!